Er konnte nun in gewohnter Weise wieder stattfinden. Der traditionelle Kinderfaschingsumzug am Faschingssonntag bei uns in Reit. Angeführt von der örtlichen Musikkapelle zog eine Hundertschaft von Faschingsnarren durch unser Dorf. Der Faschingsumzug begann nicht nur beim Kulturhaus, sondern er endete auch dort. Nämlich mit einem Kindermaskenball, bei dem vor allem die kleinen und kleinsten Faschingsnarren voll auf ihre Kosten kamen.